Hallo zusammen. Heute ist auch das Thema der iPedelec. Und zwar ein spezielles Video, das wir für das iPedelec gemacht haben. Die iPedelec ist jetzt über 1,5 Jahre lang erprobt worden in Deutschland von einem grossen möglichen Kunden. Und jetzt braucht der Kunde das Video, um intern das iPedelec allen Anspruchsgruppen vorzustellen. Und das sehen wir jetzt, das Video. Da fahren wir gerade aus unserer Entwicklungsabteilung raus. Jasmin ist unsere Testfahrerin. Wesentlich ist die ganz einfache Bedienung. Sie kommt, drückt den Schlüssel und fährt los. Mit der Trittfrequenz tut sie die Geschwindigkeit einstellen. Und sie kann unmittelbar neben den Briefkasten fahren. Rückwärts, es geht wieder hinten raus und schon ist sie bereit für die nächste Lieferung. Vorne durch kann man 8 Behälter mitnehmen oder 200 Kilo Ladung. Hinten durch kann man nochmal 150 Kilo Ladung mitnehmen. Das ist ziemlich viel. Da haben wir natürlich einen Diebstahlschutz. Da sehen wir die Wendigkeit von dem Fahrzeug. 6,95 Meter. Wir haben 3 verschiedene Bremssysteme und wenn es gar nicht mehr lange der Stoßstange. Das Fahrzeug ist unkaputtbar. Rekuperationsbremse, eine mechanische Bremse und zusätzlich eine Feststellbremse. Und die kann die Fahrerin und Fahrer einfach mit Manipulation auswählen, was sie dann braucht. Und so kann sie dann punktgenau dort stehen bleiben, wo sie will. Natürlich sinnigerweise auch eine abschüssige Straße genau vor dem Briefkasten. Die Wendigkeit ist sehr gut und wir haben darauf Wert gelegt, dass das Fahrzeug bei jedem Wetter im Einsatz sein kann, also auch bei uns im tiefsten Winter. Warten muss man es nicht. Von Zeit zu Zeit eine Kontrolle ist angebracht, wo man einfach schaut, ob alle Systeme funktionieren. Für das kann man es sehr, sehr einfach aufklappen. So, und jetzt sagt selber, wie findet ihr das Video? Ist er genug gut, dass er unseren Kunden überzeugt? Zeigt das mit einem Daumen nach oben? Oder habt ihr Verbesserungen? Dann schreibt es bitte in eurem Kommentar.